So, Mädels, wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt etwas jagen in der letzten Folge. Hier bei dem guten Mad Mikey und den Derbieten. Ah, war das Ganze hier so ein bisschen wie ein Assassin's Creed-Fanatiker. Ah, au, au. Ist irgendwas kaputt gegangen? Bin ich auf dich draufgefallen? Ich hoffe nicht. Die Affen werden müssen mir wahrscheinlich sonst heimzahlen, indem sie mich mit Kacke bewerfen oder sonst was im Dreh rum. Hi. Tschüss. Gut. Da gibt's ein Bike und da kann man Segel fliegen. Drachen fliegen, wie auch immer. Das wollte ich im Übrigen mal in meiner Freizeit probieren, tatsächlich. Anderes Ohr. Da ist der. So, ein bisschen flacher. Ja, also hier kann ich bestimmt. Ja, kann ich. Okay. Quad fahren. Okay, ich weiß, wie es geht. Ich weiß auch, wie man schießt. Bremse ist Handbremse und ansonsten kann man so umstellen. Ja, ist ja gut. Seitenwaffe und so, ja, ist auch okay. Ich will da eigentlich nur hin, um mich mit denen zu treffen. Das wird auch bestimmt voll geil hier. Yeah. Boah, Gas geben. Wow. So, weil laufen, dachte ich mir, ist voll uncool. Anstatt jetzt wieder 2 Jahre zu warten, bis man irgendwas gefunden hat, fahren wir ja direkt mal mit einem. Oh, geschossen. Das ist mir jetzt aber gerade egal. Ich will. Nur Seiten machen. Ja, es ist. Hi. Fuck. Angekommen. Tag. Ne? Es geht. Die läuft mal ganz gemütlich hin. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren. Die hat noch ganz andere Probleme. Alkohol, Hängetitten, die Hose. Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Fuß hoch da jetzt hier. Okay, es ist also in dieser Richtung, wie es aussieht, ein Wolfsnest. Das muss ich ausheben. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich noch irgendwas habe, was ich mitnehmen kann. Sie meint ja, hier sind Dinge, die ich benutzen kann. Oh, Schweinchens. Zum Beispiel Köder oder sowas. Genau, Köder zum, ja, ist voll auf jeden Fall. Die ist auch voll, aber die kann ich nicht mitnehmen. Was ist denn hier? Oh, warte, hier. Nein, das war jetzt scheiße. Aber ich kann es wieder aufheben. Ja, klar. Also hier gibt es Munition, das ist schon mal gut. Ich würde gerne meinen Köder wieder aufheben. Darf ich meinen Köder wieder aufheben? Nein? Oh, da geht's runter. Ah, wie geil ist das denn? Guck mal, Pfeile, Messer. Ah, lesen. Scheint so ein bisschen Widerstands-Backup zu sein hier unten. Scheint es wirklich alles zu geben. Man kann sich hier sogar ausruhen, wie es aussieht. Also, wenn es funktionieren würde. Schön! Also ein kleiner Rückzugstall. Ich würde trotzdem gerne das Fleisch noch nehmen, aber naja. Das ist halt jetzt vergebene Liebesmühe. So, ja gut. Dann gucken wir, was es noch hier so gibt. Vielleicht kann man hier noch irgendwo rein. Bestimmt, oder? Nee. Die Tür ist verriegelt. Tolle Musik. Dann gehen wir mal die Wölfe jagen. Tibet-Wolfsfälle. Okay. Gehen wir lieber auf Schleichmission. Ich frage mich, ob der Bogen und die Pfeile auch so ein bisschen so ein Bogen machen. Bogen. Ja. Oder ob ich direkt drauf zielen kann und sie landen dann direkt da, wo sie hin sollen. Nämlich den Kopf. Ja, ich glaube, noch ein bisschen zu nah dran hier. Ja. Habe ich eigentlich vor. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Macht sich ja kein Feind. Da. Guck mal. Okay. Zack. Treffer. War aber kein Kopftreffer. Er weiß noch nicht, wo ich herkomme. Bisschen höher. Bam! Sauberer Kill! Doppelte Beute! Okay, den holen wir uns direkt mal, komm. Da ist auch der Abschuss. Das graue X markiert den Punkt. Noch nie hat ein X den Punkt markiert. Oder das Ziel eines Schatzes. Lecker. So, Tibets Wolfsfell gleich zweimal. Kann man gucken, kann ich nicht mehr was herstellen jetzt auch hier direkt.
Aber es geht nämlich, glaube ich, relativ fix. Also hier anscheinend noch... Oh, ah, einen brauche ich noch für einen Patronengut, glaube ich sogar. Irgendwie sowas. Ja, da hängt meine Fresse wieder drüber. Zoom ist nämlich bei der Aufnahme, sehe ich auch meine eigene Fresse, was total toll ist bei diesem Programm. Nicht, aber ist halt so. Und dementsprechend sehe ich leider auch nicht, was da steht. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss mir immer noch in einer Position, vielleicht oben rechts, mal kurz mal gucken. Moment, gib mir noch eine Sekunde. Ne, dann sieht man dann auch nichts. Unten, ich glaube, unten links sieht man den Radar dann nachher nicht. Nee, passt schon. Ist gut, so wie es ist. Hier ist auch irgendein... Ja, hier ist noch irgendwas Kistiges. Ah, Unterhemden. Unterhemden kann man immer gut verkaufen. Die braucht man vor allem, wenn man sich in die Hose macht, dann wieder jagen gegangen ist. Meine Kamera ist, glaube ich, auch ein bisschen zu hoch hier. Hier seht ihr ganz hinten mein... Meinen super schönen, meine Terra-Bänder da hinten, wollte ich eigentlich sagen. Nicht meinen. Oh. I don't think they're amused that I kill their buddies. Kutschi, 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 wo sind die Wölfies? Hm. Die sind wohl da unten, ne? Auf der Klippen. Y-Kamera drücken, da kann ich nämlich dann gucken hier, genau, und dann kann ich markieren. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen. Ich find, oh, da hat's was gefressen. Das ist eine, da ist auch einer, das ist ein Dings, oder das was, okay. Könnte alles, ich könnte reinspringen natürlich, ins Wasser. Also mal gucken hier. Ich sehe momentan nur zwei, das heißt aber nichts, die bewegen sich meistens ein bisschen. Ja, sieht man schon. Und da hinten ist die Höhle, wo ich eigentlich hin muss, okay. Also ich könnte den langen Weg nehmen, hier runter zum Beispiel. Das machen wir jetzt auch mal, einfach mal. Geronimo! Ja, sehr schön. Komm hoch, 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 hoch. So. Komm nämlich den langen Weg entlang. Ich finde die Musikuntermalung im Übrigen auch unglaublich geil. Auch dieses leichte Scheppern immer rechts und links, dieses Hallende. Jetzt gucken wir von der Seite nochmal kurz. Da ist auf jeden Fall der Wolfsbau, der muss zerstört werden, wie gesagt. Und es sind zwei Wölfe derzeit in der Vicinity. Ich glaube, das ist noch zu weit von hier, da treffe ich nichts. Kann vielleicht auch noch relativ fix da rangehen. Okay. Jetzt muss ich langsam aufpassen hier. Wölfe sind gerade in Massen halt auch. Das ist gut. Kommen sie. Ja, ich glaube, sie kommen um die Ecke. Ah, ne, sie laufen. Oh, da ist noch einer. Guck mal. Ja, ein bisschen niedriger. Das ist gar nicht so einfach. Ja, gerade den. Der ist down. Bevor ich jetzt aber irgendwas da mache, großartig, will ich den letzten noch erwischen. Der ist nämlich da oben jetzt. Wir gehen jetzt wirklich schön hier auf die Jagd. Ich sehe dich schon. Zack, hab dich. Alter erwischt. Worst case. Worst case kriege ich dann gleich auf die Schnauze. Das ist natürlich nicht so toll hier. Lass mal sehen, was die Dame noch dabei hat. Erstmal schön an der Brust zum Touchen. Silberarmband, hervorragend. So, Pfeile. Wieso macht das mal dödöd? Ich würde gerne die Pfeile wieder aufheben. Kann ich das hier nicht? Oh, das Schweinchen nehmen wir auch gleich mit. Lecker Schweinchen dick. Aber ansonsten würde ich gerne die Pfeile wieder mitnehmen. Ach, ich habe immer noch 10 Pfeile. Okay. Das ist ein Bug wahrscheinlich so einfach. So, lassen wir ganz kurz nochmal basteln, weil ich glaube, ich kann hier den Gurt hier herstellen. Ne? Da blinkt es mich auch schon. Den Waffengurt. Sehr gut. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Platz. Zum Häuten. Wir können sie verkaufen, wir können aber gleich basteln. Nee, das ist natürlich in dem Fall wirklich cooler. So, okay. Wir müssen ja hier, um diesen Bau zu zerstören. Bevor ich das aber mache, werde ich hier erstmal alle Wölfies schön von ihren wunderschönen Pelz befreien. Da hinten lag auch noch eins. Hier, ein Wölfie. Und ich ist so ein, so angeekelt, das ist ja so widerlich. Ja. So, danach gehen wir jetzt wieder. Ein 3D-Feldmesser oder irgend sowas war das gerade. Und jetzt gucke ich hier.
Das ist mal das hier. Und dann muss ich hier irgendwie wahrscheinlich die Höhle kaputt machen. Jetzt gucke ich mal hier kurz rein. Aha, ganz gut gewesen, dass ich es gemacht habe. Weg. Klar, ich kann es hier drauf schießen und es explodiert dann dementsprechend. Das möchte ich aber noch nicht, denn ich möchte diesen einen Wolf hier noch erledigen. Automatisch wird Licht angemacht. Wolltest du so Licht? Außen ist da hinten noch Loot. Sehr gut. War, glaube ich, auch der letzte Wolf. Der letzte, der mit dem Wolf getanzt hat, ist im Übrigen hier. Der hat das nicht mehr überlebt. Genauso wenig wie sein Molotov-Cocktail es überlebt hat. Oh. Ja, ich habe jetzt spezielle Pfeile, wie es aussieht. Wurfmesser, so. Ah ne, Molotov-Cocktail habe ich gefunden. Cool. Ja, kann man auch mit dem Mausrad hier auswählen, das geht auch. Also, da. So, Molotov-Cocktail nehmen wir mit. Ich glaube, damit muss ich nämlich dann das Ding hier vernichten. Ja, jetzt geht aber auch hier, weil. Ja, gleich. Moment. Bye bye, Baby! Aufgabe erledigt. Checkpoint. Das ist immer was Gutes. Und wie praktisch, wir haben ja auch gleich sicherlich wieder was, womit wir zurückkommen werden. Also ab aufs Quad. Und nicht lange gefackelt. Ah, kurz angehauen. Oh. Hoppala. Das tut mir jetzt aber leid. Habe ich dich gerade angefahren? Ja, also so kann man natürlich auch jagen gehen. Es ist natürlich jetzt nicht doppelte Beute, weil es ist nicht so ganz sanft auf dem Boden gelandet durch einen Pfeil im Kopf. In dem Fall ist es einfach nur ja, ein überfahrenes Wölfchen. Rechts nach links, rechts vor links. Das Gefühl, ich hatte so eine oder andere Blicke treffen. Wenn es archetypisch aufgebaut ist zumindest. Ja, momentan sieht es doch ganz gut aus. Fahren ist nicht unbedingt so einfach. Warte mal kurz. Stopp. Kann ich dich eigentlich auch halten? Nee, ist nicht so aus. Okay, gut, dann fahren wir weiter. Uah, nicht da runter. Nein, der Fels ist auch nicht Autobahn. Bremsen, bremsen, absteigen. Komm, hier, bevor ich irgendwas überfahre, außer mich selbst oder irgendwo runterfahre. Whee! Guck mal, der kann mal hüpfen. Sehr lang. Oh, ich muss da hoch. Entschuldigung. So, ihr zwei, ne? Habe ich das nicht gut gemacht? Hey. Jetzt seid ihr hier. Toll, super. Badra, wie geht's dir? Gut. Ja, die Schüchter. Ich habe diese Fälle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Oh, die sind gut, AJ. Ja, klar. Aber behalte sie nur. Warum? Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Gesundheit. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Wahrscheinlich ist es ja auch so. Ein Leben für ein Kind. Als Objekt behandelt zu werden. Als Ding. Vögel. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Ich habe schon Sachen gebastelt. Ich weiß, wie das geht. Glaube ich. Gut, der Wolfsbau-Mission beendet. Das war also unsere erste Mission, die wir offiziell erledigt haben. Na, Schnellreisen verfügbar. Öffne die Karte. Markiere das blub blub blub. Karte, Karte. Nein. Taktik. Das ist ja die Karte hier. Das ist so die Karte. Ja, schön. Und dann kann ich hier draufklicken und dann kann ich entsprechend los. Aber hier ist noch die Beutekiste. Beutekisten. Und dreh die Money-Mühle, um eine große Karma-Belohnung zu erhalten. Ja dann. Wisst ihr was, bevor ich zurückgehe, packe ich mich nochmal in das... Blau ist gut, richtig, blau ist gut. Na? Gut. Ja. Ist doch geil. Wir hören eine Ankündigung des Ministeriums für Einnahmen und nationale Schenkungen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Lass mich vorbei. Ich hab das geilste Gefährt der weit, weit, weit. Ja, jetzt hier. Dann was fahren hier, Alter. Ist ja wie in Stuttgart. Die empfohlene Spende von 75% noch heute. Und wir
Ihre Unterstützung für Pagan Lin zu beweisen. Oder melden Sie sich bei der Royal Army Populisten-TV-Sender hier. Möge Pagan Lins Licht Sie alle erleuchten. Okay, dann hatten wir ja hier. Das ist gerade dunkel. Dann soll ich mich beeilen, dann sehe ich mich gleich jetzt mehr. So, Schweinchen dick auch eingesammelt. Und das soll man irgendwie drehen. Und da gibt es eine Belohnung, eine Karma-Belohnung. 41 noch 3 bis zur nächsten Belohnung. Ich müsste. Ah, okay, alles klar, weiß ich auch Bescheid. Ist das nicht ein geiles Gefährt? Ich nenne es mein kleines Töff-Töff. Komm, kleines Töff-Töff. Lass uns ein bisschen Töff-Töffen. Oh, was ist das da vorne? Faun oder sowas. Kann man die auch erschießen? Ja, ja, kann man. Was gibt denn was? Man kann es häuten. Es gibt Federn. Ja, ich denke mal, für Federn sind zu Kram. Erstmal mitnehmen. Passt alles, passt alles. Wo ist denn jetzt mein Töfter hin? Es wird schon wieder so dunkel hier. Warte. So, was wäre die nächste Mission? Wir können Schnellreisen machen, wir können aber auch zum Waffennest oder segeln. Wie viel machen wir Schnellreisen? Weil das ist ja auch etwas, was man testen muss. Zack. Und uns sehr viel Zeit ersparen wird. Aber dafür auch ein bisschen Reis abnehmen wird. Dann sind wir direkt hier im... Oh, das ist ja praktisch. Das hätte ich im Realleben auch gerne. Dann müsste ich nicht jeden Tag 44 Kilometer zur Arbeit hin und 44 Kilometer zurückfahren. Also. Oh, Glück. Fling. Gut, kleines Päuschen.